Oh. Komm. Vielleicht weiß der Herr ja was, sind es noch welche. Tag, darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Nein. Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Bilder vielleicht? Das funktioniert so. Der lässt uns hier wohl auch nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das die Was haben Sie da eigentlich auf dem Kopf? Ach ja. Verehrtes Lama, ich versichere Ihnen meine volle Loyalität. Wo es recht hat, hat es recht. Springbrunnen. Bronzetopf mit nur noch wenig Farbe. Toilette. Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Dann ist da ja... Ach, wir können... Wer ist denn da drin? Klopf, klopf. Geh weg. Oh. Was machen Sie da drin? Das ist mein Versteck. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Frag doch jemand anderes. Ich wusste es. Nee. Natürlich, der will uns nichts erzählen. Können wir hier Pantomime kommen? Der... Er will Geld. Wer hätte das gedacht? Du nur. Ich bin bettelarm. Wer könnte Geld haben? Wohl unter Linden. Telefonzelle. Ich finde schön, dass er gerade singt. Muss ich anmerken. Gucken. Das hast du nicht gehört. Hallo? Das unsere weit und breit. Ach man. Das funktioniert. Das hast du. Wohl unter Linden. Hallo? Ein Kampflama. Ein Kampf. Ein Schild. Noch eine Laterne. Sie macht auch Licht das im Dunkeln. Zwillinge? Zwillinge? Freundschaft. Das funktioniert. Freundschaft. Das hast du nicht. Freundschaft. Hallo? Das funktioniert. Die wollen wir nicht färben. Wir bräuchten ja eine goldene. Quasi. Schaufel, Freundschaft. Ponchos. Wo wir uns finden. Eine Laterne. Sie macht Licht. Toll. Das hast du nicht. Kein schöner Land in dieser Zeit. Alles hier das unsere weit und breit. Ich weiß nicht, ob ich die... Hat er noch was zu sagen? Wohl unter Linden. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Ja. Schöne Antwort. Es ist nicht leicht, dann. Ja, ja. Weit und breit. Was können wir denn? Hallo? Können wir hier so. Das funkt. Dann spuckt er da vielleicht rein. Ich weiß es ja nicht. Freundschaft können wir dem anscheinend nicht anbieten. Das hast du nicht. Hallo? Das weit und breit. Bank? Ich bin so müde. Aber auf die Bank lässt er uns nicht. Und der braucht Geld. Also, der will Geld. Natürlich. Dumm nur. Wer könnte Geld haben? Ich finde Musik ganz geil. Aha, Cola-Box. Ein Wegweiser für Gassi-Gier. Das kennen wir schon. Wir haben eine Cola-Flasche dabei. Was können wir denn jetzt machen? Ich bin wie immer eigentlich ein bisschen überfragt. Ich stelle mich natürlich wieder wunderbar an, ich weiß. Wir haben eine Cola-Flasche. Können wir vielleicht Wasser? Wer würde diesen Sift trinken? Ach Mann. Ich dachte, der füllt sie. Hallo? Das wäre ja ein bisschen sehr offensichtlich. Hallo? Hallo? Ich probiere gerade nochmal kurz rum. Schaden kann es ja nicht. Hallo? Freundschaft. Hallo? Freundschaft. Das hast du. Hallo? Die wollen keine Telefonzelle. Ich kann hier nicht zufällig. Das funktioniert. Ach. Das hast du. Hallo? Das hast du. Hallo? Haben wir noch eine Schaufel oder so? Eine Kinderschaufel. Das hast du nicht. Hallo?
Wir kommen ja an ihm nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ich... Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem... Ja. Ich frag noch mal ihn hier. Der Typ ist auch echt super. Versteckt sich im... Klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas Kleingeld für mich? Nein, ich leide schon genug an Durst. Und Unterzuckerung. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken habe, haben Sie dann etwas Kleingeld für mich? Naja, also... Gut. Ja! Können wir dem jetzt ein bisschen Siffe anbieten? Hier, komm. Wollte Herr Wachtmeister Budimcic nicht gucken. Ah, das merkt er doch eh nicht. Komm hier. Das funktioniert. Ach. Ich dachte, wir können ihm irgendwie so ein... Ah, hier. Was hast du? Zucker. Still. Was? Ah! So. Sirup und Brunnenwasser ergibt natürlich... Prost. Cola, natürlich. Komm, Deckel drauf. Hallo? Dann nicht. Colaflasche. Sagt er dazu noch was? Colaflasche mit brauner Brunnenbrühe. Ja. Komm. Oh, Cola. Danke, Herr Brot. Hier ist mein restliches Kleingeld. Der kann gleichzeitig jetzt singen. Jetzt kann ich endlich meinen Durst löschen. Moment, davon bekommt man ja noch mehr Durst. Naja, egal. So, Kleingeld. Alter, ich will es nicht. Können wir... Das funktioniert. Okay. Gut, dann geben wir ihm hier mal... Die Sau, die immer Geld von uns haben will, um Informationen rauszugeben. Ich muss wohl wieder übersetzen. Nicht so schnell. Ah. Okay. Blume. Seil. Imaginäre Glasscheibe. Was? Das Schaf und der Busch sollen im Lama-Vulkan geopfert werden. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen? Das geht zu weit. Ja. Sie sind manchmal etwas dümmlich. Ja, sie haben mich in ein nicht atmungsaktives Kostüm gesteckt und über den Erdball gejagt. Ja, sie sind die allergrößten Nervensägen. Aber es sind meine Nervensägen. Und in einen Vulkan werfen? Das geht zu weit. Außerdem, wenn einer das Recht dazu hätte, dann wäre ich das. Schaf, Busch, ich hol euch da raus. Ja. Ich muss nach Polovien. Und wie kommen wir da jetzt hin? Klopf, klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas klein... Nein, ich leide und unterzucken. Wenn... Hab... Naja... Was? Ich brauche doch kein Kleingeld mehr. Wie kommen wir jetzt nach... wie können wir sie jetzt hatten gehen? Was haben Sie da eigentlich auf dem... Ja. Können wir hier... Ich kann jetzt gucken. Das hast du nicht gerade... Wie viel Kleingeld haben wir dem denn gegeben? Bronzetopf. Nein, ich will jetzt keine Vorführung des Pantomimen. Okay. Wir wollen ja jetzt im besten Fall wieder ins Flugzeug, ne? Ah. Da hilft auch kein Kaffee und kein Kuchen nachher, das ist falsch, ich... Okay. Wir müssen das also verhindern. Wie auch immer wir das jetzt verhindern sollen, ich habe keine Ahnung. In die Stadt können wir auch... Wie kommen wir denn da jetzt hin? So. Ich will jetzt keine Vorführung des Pantomimen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Wie kommen wir denn jetzt in ein Flugzeug im besten Fall? Ich habe keine Ahnung, Leute. Traveler Card Silber. Okay. Ich habe nur eine silberne Traveler Card. Hallo? Bronzetopf mit nur noch wenig Farbe. Okay. Den kläglichen Rest braucht der Pantomime nicht mehr. Ah. Ich brauche noch eine goldene Traveler-Karte. Aha. So, Schnellreise. Wo können wir denn... Polovien können wir jetzt hin? Dann machen wir das mal.
Oh, das ist doch mal eine angenehme Art zu reisen. Was ist das denn? Die Incredible Lamas. Oh, wie nett. Was wäre eine Opferung ohne Liveband? Immer noch etwas, was ich verhindern werde. Nur heute vor der Opferung, nachher Kaffee und Kuchen. Schön. Okay. Ach, da ist wieder der Bettler. Ah, okay. Dann fragen wir ihn hier mal. Der freundliche Bettler ist wieder da. Hat der was zu sagen? Eine Betteldose. Sonst gibt's hier nichts. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir Briegel und Chili retten können. Und ich hätte echt gar nicht damit gerechnet, dass das noch so weit geht. Los, Bertie, Bruder, das schaffst du. So, Türsteher. Ein sehr freundlicher Vertreter seiner Zunft. Ja. So, wie kommen wir... Pancho? Das funktioniert so nicht. Nee, nicht. Hier, Freundschaft, komm. Das hast du nicht gerade. Freundschaft. Hallo? Freundschaft. Komm ich hier? Mit dem komme ich anscheinend nicht vorbei. Ein Lama-Kopf. Ach, jetzt können wir ihn fragen. Guten Tag, ich würde gerne... Heute geschlossene Gesellschaft. Wir warten nur noch auf die Band. Und du siehst nicht aus wie die Band. Ah. Die Band. Wir müssen uns also als die... Aha. So. Das funktioniert. Mann, der hat doch hier so einen Hut. Der hat doch so einen Hut hier auf, das ist doch eindeutig. Die Frisur kommt mir bekannt vor. Mit einem Gürtel rum. Poncho und das da. Hallo? Das funktioniert so nicht. Der hat doch so ein... Das hast du nicht gerade. Die Incredible Lamas. Okay, wenn ich das schaff und sollte ich mir schleunigst eine Band zulegen. Ja, das wäre nicht schlecht. Können wir den hier fragen? Ja! Hallo, bettelnder Pullovianer. Könnte ich Ihre Sonnenbrille haben? Alter, vergiss es, die brauch ich. Sonst läuft doch das Geschäft nicht gut. Oder willst du sie mir abkaufen? Ja. Ich such mal Kleingeld. Ja, nimm doch. Eine Betteldose. So, dem Obdachlosen können wir natürlich nicht das... hier. Hallo? Na? Was soll denn das? Die Kronkorken kannst du mal schön verdammt. An den Hut oder was das ist, stecken. Was? Berlin, Bundeswehr, Bayern. Berlin. Hey, Meister. Woher weißt du denn, dass das nur Kronkorken waren? Bist du gar nicht blind, wa? Warum spreche ich so? Ey, Alter, mal schön jetzt hier easy chill, wa? Hast ja recht. Ich geb dir das. Hier hast du die Brille. Alles gut. Ey, aber verrat's kämen. Danke. Die Sau ist also gar nicht blind. Na dann. Okay. Brille? Das funktioniert so nicht. Bitte. Nee, wir haben jetzt eine Brille. Das hast. Und die Ponchos. Hallo? Lustiges Absperrhütchen. Der freundliche Bettler. Ey, aber verrat's kämen. Nee. Eine Betteldose. Ne, da will er nicht hin. Okay, wir haben jetzt eine Sonnenbrille, ein Hütchen und ein Poncho. Reicht das nicht?